Applaus für Sie zu meinen lieben Fußballfreunde. Fotografen und so weiter. Und als erstes darf ich bitten, den Herrn von der Kronenzeitung, er wird nämlich einer Spielerin einen Pokal übergeben. Wir gratulieren recht herzlich jener Spielerin, die den zweiten Platz bei der Krone-Wahl erreicht hat. Herzliche Gratulation, Maria Stötter. Außerdem haben wir heute einen der bekanntesten Footballspieler der österreichischen AFL-Liga zum Match eingeladen und er wird den Ankick vornehmen. Es ist Tunde Ogun aus Nigeria. Der Spitzname ist der Nigerian Nightmare. Die Stadt des Burschans, 26 Jahre, ist er, 184 cm groß und 100 Kilogramm wiegt er. Und gleich wird es soweit sein und er wird den Anblick vornehmen. Nina zeigt ihm, wie er das machen muss. Und? Bravo, Dankeschön, Tunde Ogun. Er spielt Rangdeck bei den Bayern-Jugendträgern in Wien. Er spielte zuvor in Amerika in der Profiliga, unter anderem bei den Richmond Riders. Er kämpfte in der Saison 2012 in 9 Spielen über 1000 Rushing Yards und schaffte 15 Touchdowns. Er ist der Schlüsselspieler der Bayern-Jugendträgern. Danke, Tunde Ogun. Bevor es soweit ist, weil ich an den allen mitgearbeitet haben, liebe Fußballfreunde, das ist aber die sportliche Leitung natürlich, und Dr. Hannes Ulrich, Sabine Brandt als Co-Trainerin, Gerhard Zögner als Assistent der sportlichen Leitung und Josef Lenobacher. Dankeschön. Und Dankeschön aber auch den Spielerinnen, die Zeit aufwenden und seit 10 Jahren an der absoluten Spitze im österreichischen Frauenfußball stehen. Und jetzt lasst uns noch mal feiern. Dankeschön allen Funktionären des Sportvereins Neulenkbach, die hier unentgeltlich mitarbeiten. Dankeschön allen, die heute mit dabei waren. Ohne diesen Herrschaften ginge es nicht, liebe Fußballfreunde. Also nochmals Dankeschön allen Funktionären des Sportvereins Neulenkbach. Ein Dankeschön auch den Sponsoren, an der Spitze Hauptsponsor WGM Bär, beim Sportland Niederösterreich und beim Zusatzsponsor Forever. Meisterehrung und wir beginnen mit der besten Torschützenkönigin. Und dazu darf ich den Chef Dominik Thalhammer bitten, das Ehrenzeichen zu übergeben. Seit 2001 wird immer eine Neulenkbacherin Torschützenkönig, Königin in der höchsten österreichischen Liga. Eine Spielerin, die es bereits von 2001 bis 2005 schaffte, schafft es auch heuer. Herzliche Gratulation zum 6. Mal, Maria Stötter. Mit 36 Tore erzielt von Wiener Panonia ist die zweite mit 33.
Herzliche Gratulation. Und jetzt kommen wir zu den Staatsmeistermedaillen. Alle Spielerinnen bekommen jetzt eine Medaille umgehängt und da darf ich Dominik Thalhammer, Irene Fuhrmann bitten und auch Hofrat Dr. Ludwig Binder, diese Medaillen zu übergeben. Und wir beginnen mit der Kapitänin, mit der Nummer 10, Nina Borger. Sie ist die einzige Spielerin, die bei allen Spielen dabei war und jede Minute gespielt hat. Das schon erfordert einen Sonderapplaus. Nächste Spielerin ist eine Vorfrau, auch ebenfalls immer dabei, Manuela Zinsberger. Nächste Spielerin, ebenfalls eine Torfrau. Eine sehr starke Torfrau, ebenfalls im U19-Nationalteam war sie, Melissa Abiral. Sie ist ja jede Spielerin, die nicht nur Tore verhindert, sondern auch Tore schießt, übrigens gestern im Bahntor den wichtigen Ausgleichstreffer. Nächste Spielerin, ebenfalls eine Torfrau, Anna Wegscheider. Auch sie war im Einsatz dieser Saison 2012-13. Wir kommen zur nächsten Spielerin. Eine Spielerin, die ebenfalls im U19-Team war, Kerstin Seiter. Die ist aber nicht da, die ist krank, oder? Ja. Okay, sie bekommt sie dann. Dann kommen wir zu einer Spielerin, im Herbst war sie noch in Amerika. Jetzt ist sie wieder bei uns. Die Nummer 4 trägt sie, Romy Bell. Ebenfalls seit Winter mit dabei hier in Lenkbach, die Nummer 5, Theresa Kittinger. Eine erfolgreiche U19-Teamspielerin ist die nächste Spielerin, sie trägt die Nummer 6. Mona Kohn. Kroatische Nationalteam-Spielerin seit 2009 bei uns. Das ist die Nummer 7, Alexandra Birova. Dann haben wir die nächste Nationalteam-Spielerin aus der Slowakei. Sie trägt die Nummer 8, Dominika Skvarmankova. Mit der Nummer 9 haben wir wieder eine ganz junge Spielerin, sie ist ja 17 Jahre alt. Und zwar die Nummer, pardon, mit der Nummer 10, kommen wir schon, Entschuldigung, Nummer 10, die Kapitänin hatten wir schon, Nummer 11, das ist die Spielerin Anna Kuba. U19-Nationalteamspielerin, 17 Jahre ist sie jung. Mit der Nummer 12, eine Einheimische aus der Gemeinde Neulenkbach, begrüßen Sie mit mir und übergeben wir Ihre Medaille. Die Nummer 12, Sonja Hickelsberger. Die nächste Teamspielerin ist eine aktuelle A-Team-Spielerin, aktuelle Nationalteamspielerin. Die Nummer 13, Katrin Entner. Wir kommen zur nächsten Spielerin. Sie spielt ebenfalls im A-Nationalteam. Die Nummer 15, Daniela Tasch. Ja, sehr viele Jahre ist sie schon in Lenkbach. Wenn ich richtig sehe, 12 Jahre. Alle Titel mitgebracht hat sie die Nummer 16, Natascha Celoch. Und jetzt, wenn wir zur nächsten Spielerin kommen, da kann ich nur sagen, die hat heute ordentlich abgeräumt. Die Nummer 19, Maria Stöckner.
20-jährigen Spielerin, die seit Winter bei uns ist, die Nummer 20, Stefanie Kremener. So, Veronika Grechowa fehlt, die Nummer 23, da freuen wir uns, dass ihr wieder wesentlich besser geht. Im Herbst hat sie super tolle Leistungen hier in Alenkbach geboten. Die Nummer 16, Katharina Aufhauser. Nummer 23. Dürfte ich mich geirrt haben. So, zur Nummer 24 kommen wir jetzt. Eine Spielerin, die und im U19-Nationalteam ist Isabella Dujminovic. Und das ist jetzt die letzte Spielerin, sie kommt aus der Slowakei, ebenfalls Nationalteamspielerin, die Nummer 27, Lucia Harshanyova. Dann haben wir doch noch eine, ich habe mir sie ja gedacht, die 17-jährige, die junge Spielerin mit der Nummer 9, Claudia Wasser. Die Medaillen an die Spielerinnen sind übergeben und jetzt darf ich das Betreuerteam bitten. Als erstes Cheftrainer ist er seit 2010 in Alenkbach und damit wurde er mit der Mannschaft dreimal Meister. Dr. Hannes Ulig. Die Medaille geht an die Co-Trainerin Sabine Brandt. Assistent der sportlichen Leitung und die Medaille bekommt Gerhard Sögner. Unser Masseur ist ein Mann, der ebenfalls schon sehr lange bei uns ist und die Medaille bekommt Josef Edelbacher. Die nächste Medaille geht an einen Mann, der sich sehr, vor allem bei internationalen Spielen, um die Mannschaft kümmert, an Walter Begusch. Und last but not least, die letzte Medaille, die geht an unseren Präsidenten Alexander Beer. Und damit gibt's nur mehr den Teller und der wird überreicht. Hofrat Dr. Ludwig Binder wird diesen Teller an die Mannschaft überreichen, an die Kapitänin Nina Borja. Und sie hat die herzliche Gratulation der Mannschaft nochmals zum 11. Titel. Wir wünschen alles Gute. In zwei Wochen gibt es das Finale, liebe Fußballfreunde. Vielleicht ist der eine oder andere dabei. Herzliche Gratulation, SNÖSV, der Lenkbach, Kläger ein Bier.